Hallo, was muss ich bei der Reparatur der elektrischen Handbremse beachten? Wie kann ich vorzeitigen Verschleiß oder thermische Probleme verhindern? Diese und weitere Fragen beantworte ich in diesem Video und zeige dir, wie du die Parkbremse reparierst und worauf du achten solltest. Ich bin Frank Schmidt und verantwortlich für den technischen Service. Gerade bei Fahrzeugen der VAG-Gruppe ist die PR-Nummer zur Identifikation des richtigen Ersatzteils für euer Fahrzeug sehr wichtig. Ihr findet diese im Serviceheft oder zum Beispiel als Aufkleber in der Reserveradmulde. Für diesen Fahrzeugtyp haben wir zwei verschiedene Sachnummern im Portfolio. Eine für Fahrzeuge mit konventioneller Feststellbremse, also einem Kombibremssattel, und eine eigene Sachnummer für Fahrzeuge mit elektrischer Parkbremse. Vor dem Einbau des neuen Bremsbelags sind zuerst die verschlissenen Bremsbeläge zu demontieren. Bei der elektrischen Parkbremse ist darauf zu achten, wie der Bremskolben bei verschlissenem Bremsbelag zurückzustellen ist. Ist hierfür ein Servicegerät nötig oder hat der Fahrzeughersteller andere spezielle Arbeitsschritte vorgesehen? In unserem Fall haben wir den Kolben mit unserem eigenen Servicegerät in die Servicestellung gebracht. Nun ist mit einem Kolbenrücksteller auf konventionellem Weg der sichtbare Bremskolben zurückzudrücken. Es ist darauf, die Verkabelung des Bremssattels zu achten. Der Stecker sollte nicht vom Bremssattel gelöst werden, ansonsten können Fehler im Steuergerät abgelegt werden. Wir haben hier schon einmal die alten Bremsbeläge ausgebaut. Wie bei allen Bremsenreparaturen ist bei der Reparatur auf die Sauberkeit ein besonderes Augenmerk zu legen. Gerade die Führungen des Halterahmens sind mit einem geeigneten Werkzeug zu reinigen. Beim Zusammenbau der Bremsanlage ist nun darauf zu achten, dass die Führungsbleche richtig eingebaut werden. Wir von Continental haben gerade für diesen Fahrzeugtyp besondere Bleche unseren Bremsbelägen beigelegt. Diese Bleche, richtig eingebaut, haben den Effekt, dass der Bremsbelag von der Bremsscheibe weggezogen wird. Dies verhindert vorzeitigen Verschleiß der Bremsbeläge sowie Einbußen beim Komfort, das heißt Geräusche. Damit die Bleche richtig eingebaut werden, liegt unseren Bremsbelägen eine Anleitung bei. Trotzdem kommt es immer wieder zu Rückfragen bei uns an der Hotline. Was ist also zu tun? Die Führungsbleche sind in den gereinigten und dünn gefetteten Halter einzulegen. Und die Bremsbeläge einzubauen. Wird der Bremsbelag anders eingebaut, wird der Bremsbelag an die Bremsscheibe gedrückt, was dann zu vorzeitigem Verschleiß sowie Geräuschen führen kann. Woher bekomme ich Informationen, wenn ich unsicher bin, was zu tun ist? Unsere Continental-Hotline hilft bei Fragen rund um unsere Produkte gerne weiter und steht per Telefon, Mail oder auch Chat gerne zur Verfügung. Die Kontaktinformationen findet ihr auf unserer Homepage und natürlich in unserem Extranet. Noch mehr How-To-Videos, speziell zum Thema Bremse, findet ihr, wenn ihr hier klickt. Abonniert einfach unseren Kanal. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Video.